hier ist Mabel von Rabenglanz. Schaut mal, was gekommen ist. Zwei wunderschöne Decks habe ich mir bestellt von Lunaria Gold. Ein Baumorakel, The Irish Ohim, oder wie das ausgesprochen wird. So ganz genau weiß ich das nicht. Und einmal ein Runenkartendeck, Telluric Runes. Und ja, schauen wir uns das doch mal an. Ich bin da ganz gespannt. Ich fange mal mit dem Kleinen an. Das kommt in einem Leinen- oder Baumwollsäckchen. Mit einer schönen Karte und niedlichen Anhänger. Machen wir mal auf. Wunderschöne kleine Karte mit einem Krokus. Thank you. Mit Krokus und Amethyst. Dann ganz einfach in einer Faltschachtel kommen die Karten. Oh, die sind doch größer, als ich gedacht habe. Anleitung nehme ich mal an, ja, und Bedeutung einfach als eine Karte. Ah ja. Ja, dann schauen wir uns das doch mal eben näher an. So, jetzt habe ich die Karten näher rangeholt. Also ich muss gestehen, ich habe von diesem Baumorakel mittlerweile gar keine Ahnung mehr. Früher habe ich mich damit so intensiv beschäftigt, das habe ich alles wieder vergessen. Sprich, ich muss mir das alles nochmal wieder neu aneignen. Aber nichtsdestotrotz, schauen wir mal. Das hier kann ich jedenfalls erkennen, ist Birke. Und dann kommt da jeweils dann ein Zitat und dann in Assoziation halt mit einem Kristall immer. Dann haben wir hier die Eberesche oder Vogelbeere. Dann die Schwarzerle. Die Weide mit Aquamarin. Dann haben wir hier die Esche. Der Weißdorn. Die Eiche. Der Ilex oder die Stechpalme. Mit Pyrit. Dann haben wir die Hasel. Mit Silber. Sehr außergewöhnlich. Dann haben wir den Apfel. Der Wein mit Fluorid. Dann haben wir hier das Efeu. Dann haben wir Ginster. Dann haben wir die Schlehe oder den Schwarzdorn. Der schwarze Holunder. Dann die Kiefer. Ginster hatten wir schon.
Das sieht aber auch aus wie Ginster. Das könnte vielleicht Stechginster sein. Müsste ich dann nochmal nachgucken. Dann haben wir das Heidekraut. Die Zitterpappel oder Espe. Ja, also das ist, heißt ja auch Zittern wie Espenlaub. Zitterpappel. Und ja, so ganz erkennbar ist das nicht, aber das, ich nehme an, weil nichts anderes übrig bleibt, müsste das Eibe sein. Genau. Ja. Ist doch eigentlich sehr wunderschön. Also, wie gesagt, das ist auch wieder ein Gedeck, wo ich beim Recherchieren über Aquarellmalerei gestolpert bin. Ich glaube, diesen Suchbegriff muss ich für Karten mal öfters eingeben. Ich hoffe, es hat euch gefallen.